Ja, ja, ich habe einen Übergangsbeschluss gegeben für ihn, ich glaube, es war im Juni, im November, zu dem wir aber irgendwie leider nicht gekommen sind. Ich habe Widerspruch eingelegt gegen ein Neuverfahren. Ich habe jetzt mittlerweile das fünfte oder siebte Verfahren von Landgericht Bremen mit Abschluss und auch mit Freispruch von den Betreuungsverfahren. Das ist von 2007 bis heute, mindestens 7 Prozesse. Und ich habe Freisprüche, ich habe auch adäquate Atteste. So unter anderem von einer Frau Cornelia Günther von Faulenstraße Bremen. Und das liegt den Gerichten vor, Staatsgerichtshof liegt das vor. Und das liegt auch Staatsanwaltschaft Bremen vor. Der Prozess ist abgeschlossen worden im Jahr 2015. Vier Wochen später habe ich einen neuen Prozess bekommen. So, obwohl ich vorliegendes Attest habe und auch Gutachten und auch Mitarbeiter gesprochen habe, die ein Gutachten gemacht haben, eine Frau Mansander war das gewesen. So, Frau Mansander von Gesundheitsamt Bremen war das, glaube ich, oder Bundesgericht, das weiß ich jetzt nicht, wer das jetzt gewesen ist. Mhm. Ich glaube, Gesundheitsbehörden war das gewesen. Und ich habe auch ein Richter gesprochen von Betreuungsgericht Bremen. Und diese Person hat mich freigesprochen, dass ich keine Ermündigung brauche. Und damit war der Prozess abgeschlossen, das war in 2012 gewesen. Einige Wochen später habe ich wieder einen neuen Prozess bekommen. So. Und das ist nicht rechtens, dass ich immer wieder einen neuen Prozess bekomme. Und der Prozess ist 2014 abgeschlossen worden. Und des Weiteren hat man einen neuen Prozess gemacht. Ich habe es weitergeleitet an das Oberlandesgericht Bremen. Und habe gebeten, dort einzugreifen in die Angelegenheit von Neueröffnung von neuen Prozessen gegen meine Person. Ich habe keinen geistigen Schaden und diese Person hat kein Recht, in ihren neuen Prozess einzuleiten. Das ist der Amtsrichter Wagt von Bremen. So. Und das Amtsgericht Bremen, das möchte ich melden als nicht adäquat. Ja. So, diese ist nicht errechtens, sie dürfen nicht an einem Prozess mich beschallen mit Prozessen, das ist eine Belagerung mit Ermüdungsprozessen. Belagerung ist das mit Ermüdungsprozessen. Eine Belagerung. So, das haben Sie schon verstanden. Nee, das ist verstanden. Belagerung, Sie müssen eine Belagerung. Ja, so ist das so. So. Okay. So ist das. Das kann man schon Verfolgung nennen. Das heißt, diese Person eröffnet mir grundlos neue Prozesse bei Vorliegen von adäquaten Attesten, von Amtsärzten. So. Dieser Mensch hat kein Recht, einen neuen Prozess zu eröffnen. Das sind 5 Prozesse. Und ich erhebe Widerspruch gegen eine Unterbringung hier in diesen Einrichtungen. So. Ja. Ich habe mir nichts erlaubt, was eine Gewalttat ist gegen meinen Vater. Das habe ich nicht gemacht. Das stimmt nicht. Ich habe mich bei der Polizei mehrfach gemeldet und auch bei Gerichten, beim Bundesgerichtshof, habe gebeten, das auszuwerten, was da vorgefallen ist. Ich habe nämlich mehrfach darum gebeten, auch mein Handy auszuwerten, heißt über Handymikrofon eine Ausweisung zu machen. Das ist bei den internationalen Behörden bekannt. Ich bin Behördenmitarbeiter gewesen. Ich habe im Stadtrettungsdienst gearbeitet und in der internationalen Zusammenarbeit, heißt GTZ Ägypten, und heißt gesellschaftliche Zusammenarbeit. Und ich habe meinem Vater nichts gemacht. Ich habe meinen Vater nur 3-mal zurückgeschimpft, wenn er mich zusammengeschrien hat. Das hat er bis mindestens 28 Mal gemacht, ohne jeden Anlass, drumherum geschimpft. Das heißt jetzt grundlos rumgeschimpft. Und ich bin da, dass ich Zeit in Notlage bin, dass ich dort übernachten musste. Ich habe kein Zuhause zurzeit. Das ist sehr schwierig, ein Zuhause zu kriegen. Ich habe mich beworben bei allen Wohnungsgebern, das mehrfach. Ich habe das auch gemeldet bei Behörden, dass Wohnungsgeber wie Vonovia und Gorova keine Wohnung mehr geben wollen und mich einstufen als die adäquaten Kunden. Und mir sagen, sie möchten mir keine Wohnung geben. Eine Seite oder zweitens behaupten auch, dass sie keine Wohnung frei haben oder alle Wohnungen, die ich mich beworben habe, auch. Wurde gesagt, wir wären schon vermietet oder haben keine Wohnung, wurde auch gesagt. Das innerhalb von 3 Jahren in mindestens 28 Anfragen und über 60 Online-Bewerbungen. Und das habe ich gemeldet auch den Behörden. Das habe ich gemeldet bei Amtsgericht Bremen, bei Landgericht Bremen, Staatsanwaltschaft Bremen und auch Bundesgerichtshof. Ich habe mir auch andere Staatsanwaltschaften gewandt, weil das wirklich kriminell ist, dass man mich auf die Straße lässt. Ich habe 2 Winter in meinem Auto ohne Heizung übernachten müssen, weil ich nicht meine Familie zumuten wollte, dass ich dort übernachte. Wir haben auch kein gutes Verhältnis, angespanntes Verhältnis. Ich habe ein sehr schlechtes Verhältnis mit meiner Stiefmutter und meinen Stiefgeschwistern. So, das geht aus von meiner Stiefmutter vor allem. Und dass sie sagen muss, die ist so ein Stimmungsgeber dort, die viel wettert. Und ich verstehe mich mit der Person nicht. Und ich würde sagen, diese Angelegenheit geht nicht ausschließlich auf Konto meines Vaters, sondern das ist erstmal eine Falschaussage gegen mich. 100% ist eine Falschaussage. Und da hat sich jemand erlaubt, eine Falschaussage zu machen. Ich habe nicht randaliert und ich bin auch nicht amok gelaufen. Und ich habe auch meinen Vater nicht angetastet. Und das kann man nachweisen. Das kann man Spurensicherung und forensisch nachweisen, ob ich meinen Vater angetastet habe mit einem Genspur. Das kann man heutzutage machen. Das ist so, das weiß ich, bin ich nicht. So, ich habe zu sagen, das ist eine erlogene Strafanzeige. Also mir liegt jetzt hier Strafanzeige nicht vor. Strafanzeige nicht, aber eine Meldung ist das. Man hat mich mit der Polizei dort. Das ist so. Das ist die Polizei, hat mir das direkt selber gesagt. Die Polizei hat mich rausgeholt vor 5 Tagen. Bei meinem Vater nachts aus dem Schlaf geweckt und behauptet, ich hätte randaliert bei meinem Vater und die wären bei der Polizeiwache gewesen, hat man mir gesagt,
und hätten dort ausgesagt, ich hätte randaliert und würden bitten, dass ich da irgendwie rauskomme oder was nicht was. Sie haben mich aber nicht selber aufgefordert zu gehen. Das war wahrscheinlich der Psychiatrie. Genau, das war der Psychiatrie. So, und bin ich nicht für eine Psychiatrie einzuweisen. So, wenn ich eine Auseinandersetzung hatte mit meinem Vater, heißt auch so, dann heißt es zu prüfen, ob ich einen Dachschaden habe. Ich habe keinen Dachschaden. Und ich bitte mir auch ein Gutachtengespräch bitte zu geben. Ich habe nicht, dass ich das habe. Und ich bitte das auch zu beachten, das Attest von meiner Psychiaterin, wo ich mehrfach gewesen bin, Neurologin Frau Dr. Günther. So, das ist so. Zuletzt bin ich 2017 dort gewesen. So, das ist, dass ich dort hingehen musste, einen Angeltrag, dass ich mich untersuchen lassen musste, für etwaige Entmündigungsverfahren gegen meine Person. Mhm. So, ich möchte sagen, Familienmitglieder haben sich erlaubt, mehrfach ein Entmündigungsverfahren dort einzuleiten. Und vielleicht auch eine Person, so ein Rechtsanwalt, ein befreundeter Rechtsanwalt, der nicht wirklich eine freundliche Person zu mir ist, eine Person rechts ist, ein Bassmann oder Butzke, könnte genauso beteiligt sein. So, das ist mir bekannt, weil 4 Wochen nachdem ich ihn gesehen habe, habe ich einen Beschluss gehabt von einer Annullierung. So. Und ich möchte, wollte ich nur sagen, so, dass es so leider eine Annullierung gibt. Ja. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass sie entmündigt worden wären, das gibt es auch in Deutschland gar nicht mehr. Ihnen ist eine Betreuung beigeordnet worden. Das ist dasselbe, waren mir meine Rechte beraubt, das ist dasselbe. Ich weiß es recht, ich habe Wirtschaftsrecht studiert, so Wirtschaftsrecht gelernt und ich habe auch kaufmännische Ausbildung. So, ich möchte nicht feinreden über Entmündigung oder Betreuung. Ich brauche keine Rechtsbetreuung, ich brauche meine bürgerlichen Rechte. Und man hat mich hier verfügt und man kann über mich verfügen, das ist eine Entmündigung. So. Und das eine Rechtsbetreuung das gleiche. Ich habe kein Recht auf eine Rechtsbetreuung. Ich benötige keine Rechtsbetreuung. Und ich habe adäquate Atteste und Gutachten bereits so darüber, dass ich keine Rechtsbetreuung benötige. Das habe ich schon 5-mal gehabt. So, ich habe 7 Gutachtengespräche gehabt mit Freispruch. So, ich möchte auch diese Aussage bitte heranziehen in diese Angelegenheit von dieser Rechtsbetreuungseinrichtung, die kriminell ist. Ja. Haben Sie denn in Bremen jetzt Widerspruch eingelegt? Oder Ich habe mehrfach habe ich das gemacht, bestimmt 68 Mal. Ja. So, das habe ich gemacht bei Amtsgericht Bremen, habe ich Widerspruch eingelegt. Und ich habe auch das bei Landgericht Bremen eingereicht, dass dieses Amtsgericht nicht, was er nicht unbedingt beschert, so, und gebeten, im Verfahren einzugreifen, auch bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe keine einzige Antwort bekommen. Ich habe mindestens 7 Mal schriftlich das eingereicht und auch darüber vorgesprochen, ja. Bei einer Frau Marek von der Staatsanwaltschaft Bremen. Und auch bei auch beim Pförtner dort und auch beim Bundesgerichtshof habe ich mehrfach angerufen und mich dort schriftlich gemeldet, auch per Fax. Und ich möchte sagen, ich habe gestern dort auch nochmal in Kontakt aufgenommen mit dem Bundesgerichtshof und gebeten, sich hier einzusetzen für einen Freispruch. Ich bin eine adäquate Person. Ich bin ich bin bekannt in Bremen, ich bin Mitarbeiter gewesen im Rettungsdienst. Ich bin Rettungswagenfahrer gewesen, bin Arbeiter Samariterbund und Mitarbeiter langjährig vom ärztlichen Notfalldienst Bremen. Ich habe zu sagen, dass ich dort im Notfalldienst eingesetzt gewesen bin und man kennt mich in den Sicherheitsbehörden, heißt Polizei und auch Staatsanwaltschaft im Gericht. Ich habe mehrfach mich eingesetzt für Bürger, die auch ähnliche Angelegenheiten haben, die Notlagen. Und ich wollte sagen, ich bin in Bremen bekannt, auch bei der Feuerwehr, als adäquater Bürger so, und Behördenmitarbeiter. So, da bin ich bekannt, bei der Feuerwehrleitung Herr Knorr ist das. Und bei den Feuerwehrmitarbeiter des Disponenten Herr Michael Iden, das war mein Vorgesetzter gewesen dort, in der Weise von Leitzentrale Arbeit und so ist das. Ja, haben Sie denn jetzt auch gegen die Unterbringung sofortige Beschwerde eingelegt? Ich habe mich per E-Mail gestern gemeldet beim Gericht Sieke, Amtsgericht Sieke und auch bei Staatsanwaltschaft habe ich mich gemeldet, Staatsgericht habe ich mich gemeldet. Mir noch nicht vorgelegt worden. So, so ist im das Moment vielleicht. Ist es aber auch ja, so, vielleicht. Dass das Verfahren noch in Bremen ist? Ich brauche keine Unterbringung, das ist die Sache. Das können Sie auch bemessen, ob ich eine Unterbringung brauche. So. Und diese Aussage, Falschaussage von der Familie, habe ich mich gemeldet bei dem Bundesgerichtshof, dass eine Falschaussage vorliegt. Und ich möchte sagen, dass es nicht rechtens ist, dass ich hier bin. Mhm. So. Gut, jetzt ist so. Einmal darf ja diese Unterbringung. Deswegen gibt es der aktuellen Eskalation. Das ist ja nicht würdig, dass eine Falschaussage ist. Das stimmt nicht. Es gab keine Eskalation. Das ist nicht. Ich möchte wissen, wer dahinter steckt, ob es meine Stiefmutter ist. Da kann ich nicht sagen. Eine Person ist, die eine Person ist, die mich wettert in der Familie. Und auch mehrfach wurde schon mal so solche Sachen behauptet, ich sei psychisch krank und dies, ich bin nicht psychisch krank. Und diese Person wettert gegen mich. Und ich habe es so. Ich habe auch einen Attest darüber. Das haben sie auch, sich zu informieren, bevor sie herkommen. So frage ich mich jetzt, doch haben Sie ja wohl, sehr so ist das. Ich bin nur durch das Amtsgericht Bremen gebeten worden, Sie dazu anzuhören. Und zwar zu einem Unterbringungsbeschluss, der durch das Amtsgericht Bremen
akzeptiere das Amtsgericht. Ja, ja, ja. Sonst können wir ja gar nicht sagen, worum es eigentlich geht. Das Amtsgericht Bremen hat einen Unterbringungsbeschluss erlassen am 29. Oktober. Aha. Und das weiß ich nicht, das ist mir nicht vorgelegt worden. Man hat mir meine Post wird mir nicht ausgehändigt dort. Ja. Man verweigert mir meine Post wird ausgehändigt. Ich wollte nur sagen, das ist nicht zu akzeptieren, dieser Unterbringungsbeschluss. Das Amtsgericht Bremen arbeitet nicht ordentlich. So ist das. Ja. Das stimmt auch gar nicht mit dem 29. Oktober, das war am 8. November. Mhm. Und da hat das Amtsgericht Bremen beschlossen, dass sie für die Dauer von 6 Wochen ab Beginn der Unterbringung da wird die vorläufige Unterbringung genehmigt. Wofür Unterbringung? Warum Unterbringung? Ja, Moment, ich lese es Ihnen vor. Sie schreiben, dass die Voraussetzungen vorliegen, und zwar hat Frau Dr. Mundorf-Vetter, die Ärztin für Psychiatrie ist, folgende Diagnose gestellt: Paranoid-Halluzinatorische Psychose aus dem Psychosystem Dornfall, unbehandelt. Und die Unterbringung ist dringend notwendig, heißt es hier, weil eine Heilbehandlung erforderlich ist. Mhm. Diese Maßnahme kann ohne eine Unterbringung nicht durchgeführt werden. Der Betroffene so diese, kann die Notwendigkeit der Maßnahme nicht erkennen. Das ist eine blöde Rede. Das stimmt nicht. Ich habe adäquates Attest, dass ich keine paranoide Schizophrenie habe. Das Attest, das aktuelle ist von der Frau Dr. Günther, von Herrn Günther, das will ich hier hinzuziehen. Dieses Attest ist aussagekräftig, dass das diese Person aussagt, diese Frau Wieslein, ist nicht in Ordnung. Die Person hat mich nicht gesprochen. Ich habe das Gespräch verweigert. Ich habe es verweigert, das Gespräch. Diese Person kann mich nicht aus der Luft eine Halluzinierung diagnostizieren. Sie habe nicht halluziniert. Und diese Person habe ich auch Video aufgenommen diesen Tag, auch einige Gespräche dort, wie sie mich angesprochen hat, über 10 Minuten. Das könnte man auswerten, und diese Person hat kein Gespräch mehr gehabt. Und sie kann nicht in diesen paar Minuten sagen, ich habe halluziniert oder paranoid. Schizophrenie, das ist eine erlogene Diagnose. Was ist das? Ich habe Widerspruch hiermit, und das ist nicht in Ordnung. Mhm. So, das frei erfunden ist, dass die Person muss die Strafanzeige machen für ihre Stimme. So. Okay. So ist das. So, ich habe auch Gutachten von einem Psychologen, das ist der Herr Dr. Manfred, wo ist der nochmal? Weiß nicht, können Sie herausfinden, welcher Psychologe das ist. Das ist aus der Neustadt-Kontrastkarte, das ist der Nummer 50, ich weiß jetzt nicht, wer heißt. Fiedler heißt der, Manfred Fiedler. So. Da war ich länger eine Psychotherapie gemacht, oder Psycho, weiß ich, so Gesprächstherapie einmal gehabt. So einfach so ein paar Familienprobleme so aufzuarbeiten und besprechen. So. Mhm. So, gerade Familienstreitigkeiten und solche Sachen, wo man wirklich sagen könnte, wo viel Zankapfel gewesen ist, auch so, so ist die Familie, Stiefmutter und solche Sachen, was viel passiert ist. Und andere Sachen okay. In der Familie. Ja, vielleicht kann ich Frau Kaune nochmal, wenn Sie nur nochmal was zum Stand der Dinge erzählen. Der Stand der Dinge ist, dass wir nur fremdallergetische Angaben haben. Wenn Sie einen Kontakt, irgendwo ist, und zwar in der Lehre, ist ja nicht zustande gekommen ist. Wir können ja eigentlich im Prinzip nur wenig egal. Im Verhalten ist das schon sehr auffällig. Auffällig in welcher Weise bitte? Das stimmt nicht, dass ich das bin. So, ich möchte sagen, das ist nicht, dass ich auffällig bin. So, das akzeptiere ich nicht. Das darf ich auch machen. Hier gibt es fremde Leute, das würde ich immer nachts einschließen. Ich bin nicht misstrauisch, das stimmt nicht. Aha, das meinen Sie also. Das können Sie auswerten. Das stimmt nicht. So, das stimmt nicht alles. Das ist ein dummes Gerede, das akzeptiere ich nicht. So, ich werde Strafanzeige gegen Sie machen. Das ist eine falsche Aussage der Bundeskriminalamt, das hier anzunehmen. Ich kann mich hier einschließen, selbstverständlich, das ist kein Zeichen, dass man ein Problem hat, weil diese fremde Leute können nachts reinkommen, diese Leute sind hier, Psychopathen sind hier, das sind Psychopathen hier, die nicht in Ordnung sind. So. Ja, ich hab's jetzt hier so mit Interpreten zu arbeiten. Selbstgespräche müssen Sie wissen, was das ist. Vielleicht ist es, dass ich Gebete spreche, sowas in die Richtung. Man spricht viel, ich bin Muslim, ich bete. Und man spricht auch viele Gebete vor sich hin. Das ist eine Fremdgefährdung, das ist eine Lüge. Das ist keine Fremdgefährdung. Das ist eine Lüge, das ist eine freie Erfindung. Da saugen sich gerade was aus den Fingern, weil Sie gerne hier jemanden etwas einheimsen möchten.
So, naja, das ist ich so. habe hier schon Brände erlebt. Ja, das ist auch eine dumme Erzählung. So. Man raucht, wenn man einen Notdurft hat, raucht man mal eine. Es brennt kein Zimmer, nur wenn man eine Zigarette raucht in einem Zimmer. So. Nur weil es ein Krankenzimmer ist. So, das ist keine Brandgefahr. Ist hier, das ist hier das eine Lüge. Das melde ich bei Behörden hiermit, dass hier gelogen wird. So. L-Arian heißt es. Dann gehe ich das mal an das Amtsgericht Bremen so weiter. Haben Sie denn jetzt auch eine Beschwerde oder eine sofortige Beschwerde an das Amtsgericht Bremen geschickt? Habe ich nicht. So. Ja. Ich habe nämlich an ein anderes Gericht gewandt und da ist dort beschwert über das Amtsgericht Bremen. Dort hat man nicht reagiert drauf. Ja. So. So, Amtsgericht Bremen habe ich mehrfach angesprochen und Widerspruch eingelegt. Dort wurde mein Widerspruch abgewehrt mit Worten, wir akzeptieren den Widerspruch nicht und so weiter. So. Okay. So. Gut. Ja. Dann vielen Dank erstmal und dann lese ich das erstmal so weiter. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Ihr Name hätte ich ja nochmal gewusst. Das bin ich, Tarek El-Arian. So, ich würde ja gesagt, ich bin paranoid schizophren, hat eine absolute verrückte Ärztin gesagt, eine Frau Wichlein-Sander oder sowas. Und diese Person habe ich nicht gesprochen. Ist eine hämische, böse Person. Bitte prüfen, wie sie sich dämlich reingekichert hat in mich. Diese Person hat dämlich in sich reingekichert, als sie bei mir war. Und richtig, eine hämische Person, bitte Komplott beachten. Diese Person melde ich als Komplotteur. Bitte prüfen auf israelische Machenschaften. So, des Weiteren melde ich diese Person hier, diese Amtsärztin, diese grauhaarige, so, und diese Amtsärztin Kutz, dass es hier eine israelische Mannschaft ist und auch dieser Richter Wack. So, ich würde jetzt einfach mal prüfen, ob die eine Verbindung haben dorthin. Hier wird komplett über mich gelogen und ich möchte sagen, hier wird gesagt, ich hätte eine aus dem schizophrenen Formkreis. Das hätte ich festgestellt, halluziniert hätte ich auch. Ich habe nicht halluziniert. Diese Person sagt, ich hätte Selbstgespräche gehabt. Ich habe keine Selbstgespräche. Ich bin ein Mensch, ich erwähne viel Gott und ich sage, wir sagen, wir Muslime aus arabischer Region, so ist das, dass ich arabisch spezialisiert bin. Sagen Hasbila wa ni'mal wakil oder Ya Allah oder Allahu Akbar. Und man sagt einige Gebete manchmal, vor allem wenn man im Bedrängnis ist. Und dann sagt man La haula wa la quwwata illa billah. Und so machen wir ein paar Worte. So ist das so. Und was man spricht, das interessiert sich nicht. Und wenn man Selbstgespräche hat, so Gespräche ist aber nichts. Wenn man ein paar solche Worte sagt, dann hat das nichts was zu sagen. Diese Person macht Falschaussagen gegen mich, diese Oberärztin hier. Und diese Angelegenheit, was man mir eingeheimst hat, habe ich als Post nicht vorliegen. Ich habe eine E-Mail-Adresse beim Amtsgericht Bremen vorliegen, mit denen stehe ich in Kontakt. Die haben mir keine Verfügung geschickt. Und ich möchte Anzeige machen gegen das Amtsgericht Bremen, mich hier in eine Psychiatrie einbringen, hier in Zwangseinweisung und einer behaulosen Behauptung von der Frau Wichlein-Sander. Diese Frau möchte ich bitte in Festnahme sehen. So, bitte die festzunehmen und bitte Strafanzeige annehmen, bitte festzunehmen. Mich hier in Unterbringverfügung. So, Psychiatrieverfügung in erlogener Angelegenheit und Machenschaften. Bitte prüfen auf israelisches Syndikat. Bitte Ernstfall. So, ich habe so diese Probleme habe ich, dass ich staatsanwaltschaftlich gemeldet, dass ich diese Probleme habe und bitte sofort das durchsetzen. Ich habe gemeldet Verfolgung durch diese Gruppe. So heißt israelische Verfolgung hier Umstellung, sage ich. So sieht es aus, das habe ich schon, also und auf hoher Ebene. Schon seit 2006, das ist aufgenommen worden, das ist bewiesen worden, es gab auch Anschläge, es gab auch andere Sachen. Beweismittel habe ich geliefert, unter anderem an bremische Behörden und auch an internationale Behörden. Und das ist aufgenommen worden von Interpol. So, ich bitte dem nachzugehen. Ja. So, ich bitte mich zu helfen, hier rauszukommen. So, Tarek El-Arian ist mein Name. So sieht es aus, ich müsste einmal offen sprechen. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte, außer das, weil ich möchte jetzt nicht auch nicht so viel um heißen Brei reden. So sieht es aus. Ja. So ist das, sonst glaube ich, dass es bei Staatsgerichtshof auch, dass ich hier Probleme habe. Ich bitte meine Strafanzeige aufrechtzuerhalten. Und meine Falschaussage, zu der ich gezwungen worden bin, von wegen, ich hatte geistige Umnachtung, in Anbelangen, dass ich Verfolgung habe und Stellung habe, bitte ich nicht anzunehmen. Bitte das zu übergehen, dass ich gesagt habe, ich habe geistige Nachtung, das war ein Gefängnis gewesen. So, und ich habe auch wirklich diese Probleme mit diesen Leuten. Ich möchte die Leute, die nochmal nennen, ich habe die mehrfach genannt, wer da zuständig ist. Eine Frau Wehl und der Herr Philipp habe ich genannt. Und diese beiden Menschen nenne ich nochmal. So ein Herr Stefan, so diese Sachen brauche ich nicht mehr sehen. Diese Sachen habe ich zugesendet, vielleicht kann man danach gehen, diese beiden Sachen. Auch Stadt Bremen, Kreis Vorstraße und Universität Bremen auch. So, bitte das zu prüfen. So, vielen Dank. Kontakt der letzten 7 Jahre heißt von 2008 bis 2010 ungefähr. Diese Kontakte so bitte bemessen auf Syndikat. So. Die kann man mal festnehmen und mal Arm umdrehen und mal gucken, was das ist. Das ist so